Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Full-Face-Schminki mit Produkten, die neu bei Cosmetic for Less sind. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe jetzt tatsächlich mit Cosmetic for Less auch die Möglichkeit, eine Kooperation zu haben. Habe dort Produkte zugeschickt bekommen, die ich euch vorstellen kann. Habe einen Rabattcode an die Hand gegeben bekommen, den ich mit euch teilen kann, damit ihr auch was von der Kooperation habt. Aber was ich halt auch ganz gerne in solchen Videos mache, ist, dass ich auch eine kleine Verlosung mache. Und zwar verlose ich ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, ich durfte mir ein bisschen was in einem gewissen Wert auch auf der Homepage aussuchen und habe mich dafür entschieden, wirklich ein komplettes Full-Face-Make-up mir zusammenzusuchen. Ich habe hier die Pinsel von Leni Brush, die habe ich schon da, hatte ich mir damals mal gekauft. Ein Produkt habe ich auch schon da gehabt und zwar ist das von Eveline Cosmetics, das Brow Gel. Das war in der Box mit Like a Daisy in Spring und Cosmetic for Less, die habe ich mir ja auch gekauft. Genau, der Rest ist neu, ne? Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Primer. Das ist von ReLove oder Revolution ReLove. Das ist ja so eine Untermarke von Revolution. Der H2O Hydrate Primer. Da haben wir drin, ich glaube, das waren 12 Milliliter, genau. Also, ne, ein bisschen weniger, als es normalerweise der Fall ist. Schaut so aus, ist ziemlich interessant und meine Haut benötigt wirklich Feuchtigkeit. Und dann wollte ich den mal ausprobieren. Das hat so ein Pumpspender. Oh, das sieht aus wie Gel einfach nur. Sehr interessant, ne? Also gar keine Farbe. Leicht sauber Duft, würde ich mal dazu sagen. Und den trage ich mir jetzt einfach mal komplett auf mein Gesicht auf. Jetzt so auf dem Gesicht riecht das eher nach Pfirsich, muss ich sagen. Irgendwie riecht das wirklich nach Pfirsich. So, ich habe den jetzt aufgetragen und es fühlt sich auch sehr feuchtigkeitsspendend an. Mein Gesicht hat auch einen schönen Glow tatsächlich, also halt durch die Feuchtigkeit, ne? Mag ich so ganz gerne leiden. Ich hoffe, dass der auch gut sich jetzt mit der Haut verbindet. Mal schauen. Als nächstes habe ich hier ein ganz interessantes Produkt und zwar ist es von Eveline Cosmetics, die Liquid Control HD Long Lasting Formula 24 Stunden Mattifying Drops Foundation. Alter, was ein Name, oder? Genau, und die erinnert mich halt sehr, erstmal so vom ersten Eindruck, an die von Catrice tatsächlich. Ich habe die in der Farbe 020 Rose Beige und ja, die schüttel ich doch erstmal durch. Eveline Cosmetics ist so eine polnische Drogeriemarke, die jetzt halt auch bei Cosmetic for Less schon seit einer Weile ist. Ja, die Konsistenz kommt mir sehr bekannt vor. Und dann gebe ich mir davon mal erstmal ein bisschen was auf meinen Handrücken, dass wir uns die Konsistenz angucken. Ja, sehr, sehr flüssig. Also ich kann es euch schwer zeigen, weil dann wird es halt wirklich runterlaufen. So, dann kommt der Foundation Buffer und dann kommt das hier so aufs Gesicht. Ist ein bisschen zu dunkel für mich, aber sehr deckend. Wow. Auch das riecht einfach frisch. Boah, das gleicht total aus. Also Rötungen werden ausgeglichen. Ich würde es als semi-starke Deckkraft bezeichnen. Jetzt so auf den ersten Blick erscheint das Ganze eher nicht so matt, ne? Aber sieht gut aus. Aber falsche Farbe. Safe. Eigentlich habe ich das so jetzt mit dem Foundation Buffer schon sehr schön eingearbeitet. Aber aus Gewohnheitsgründen gehe ich jetzt trotzdem nochmal mit einem angefeuchteten Schwämmchen drüber, um das noch ein bisschen besser in die Haut einzuarbeiten. Natürlich nimmt man jetzt auch ein bisschen was von der Deckkraft mit runter, also ein bisschen so Kram, ne? Aber ja, ne? Ich mag das einfach gerne, mich mit einem Schwämmchen noch zu befummeln. Gott. Also das Finish gefällt mir richtig gut, hat sich toll mit der Haut verbunden und sieht aus wie meine Haut. Wirklich. Perfektioniert einfach nur. Sieht nicht aus, als hätte ich Foundation drauf. Kriegt in keine einzige Pore rein. Wahnsinnig schön. Und das ist ja auch das, was ich an der Catrice Foundation so gerne mochte. Jetzt möchte ich gerne meine untere Augenpartie ein bisschen aufhellen und vielleicht die ein oder andere Rötung noch etwas mehr in den Hintergrund rücken lassen. Da habe ich hier ebenfalls von Eveline Cosmetics den Wonder Match Skin Absolute Perfection Coverage Creamy Concealer. Habe ich in der Farbe 05 Porcelain. Ich glaube, so super neu ist der nicht, aber für mich ist er neu. Auch der riecht einfach nur sauber, hat ein zusammengedrücktes Applikatörchen. Oh ja, und hat eine sehr schöne, helle Farbe. Das mag ich schon mal gerne leiden. Ich habe hier so einen Concealer-Buffer. Damit kann ich das Ganze nämlich schön in die Haut erstmal so einarbeiten, verteilen, wie auch immer.
Oh mein Gott, der hält richtig auf. Also eine krasse Farbe. Den verwende ich übrigens auch direkt als Lidschattenprimer, weil da habe ich mir jetzt keinen neuen ausgesucht. Ich arbeite das Ganze aber nochmal mit einem Schwämmchen ein, um die Übergänge auch ein bisschen softer zu haben. Ehrlich gesagt gefällt mir der Concealer nicht ganz so gut wie die Foundation, aber ja, ist okay. Also ne, das sieht jetzt erstmal soweit so gut aus. Ich werde das Ganze auch nochmal ein bisschen beobachten. Ich finde die Deckkraft aber wirklich eher nicht so ganz so ordentlich. Ne? Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen Deckkraft mit dabei, ein bisschen was hat er abgedeckt, aber jetzt nicht so ultimativ. Also Rötungen sind halt immer noch vorhanden. Es ist halt eher ein leichter Concealer von der Deckkraft her, aber nicht von der Formulierung. Das ist so... Ne, schwierig irgendwie. Keine Ahnung. Muss ich noch ein bisschen weiter ausprobieren. Das war es jetzt auch schon mit den cremigen Texturen, die in meinem Gesicht verarbeitet werden. Jetzt fangen wir an mit dem Puder. Da habe ich hier von Eveline Cosmetics das Varieté Light Reflecting Translucent Loose Powder. Keine Sorge, ich habe gleich noch super viele andere Marken, die hier zum Einsatz kommen werden. Das hatte jetzt bei den bei einigen Base-Produkten einfach Eveline in mein Herz geschafft, dass ich neugierig geworden bin, die ausprobieren zu wollen. Aber da habe ich gleich noch was von Milani und von Relove noch weitere Sachen. Von Be Perfect habe ich etwas, von Root Cosmetics, von LA Girl. Also keine Sorge, da gibt es auch noch andere Marken gleich hier zu entdecken, wenn ich dieses Puder irgendwann mal aufkriegen würde. Ich meine, das ist schon mal süß, ne? Du hast jetzt so ein Puffelding mit einem Schleifchen drauf. Oh, wart fein. Ich verwende sowas aber nicht, muss ich ehrlich gestehen. Finde ich aber unfassbar süß. Ich feiere das, auch wenn ich es nicht benutze. Ich feiere das. Das hat so eine Rosé-Farbe, was ich mir ausgesucht habe. Das gebe ich mir einfach mal in den Deckel rein. Oh. Okay. Fühlt sich aber sehr weich an. Zuallererst hätte ich ja gerne unter meinen Augen, dann nehme ich so einen Highlighter-Pinsel und nehme mir hier das Produkt vom Deckel ein bisschen auf. Und ihr seht, das ist halt wirklich mit so einer rosa Farbe, was bei mir mit neutralem, kühlen Unterton sehr gut ist. Und dann kommt das... Oh mein Gott! Das hat Glitzer mit drin! Nee! Ist das ein Highlighter, Leute? Ja, jetzt glitzer ich, ne? Kann man machen? Finde ich jetzt ein bisschen krass. Wir machen einfach lustig weiter und nehmen uns das andere Auge vor. Wow, okay, egal. Ich mache jetzt auch noch mein ganzes Gesicht, ne? Da habe ich jetzt hier den Face Powder Brush und ja, gib ihm, ne? Ja, Full Face Highlighter, ne? Ich habe irgendwie mal vor Jahren gesagt, Full Face Highlighter wäre doch mal super witzig. Läuft. Einen Bronzer habe ich hier von Milani. Der soll bitte irgendwie erstmal aufgehen. Und zwar ist es der Silky Matte Bronzing Bronzer in der Farbe 03 Suntan. Das sieht so aus und das könnte jetzt erstmal eine schöne Geschichte fürs Gesicht werden, um ja aus dieser weißen Leinwand einfach ein bemaltes Gesicht zu machen. Ne? Ich mag die Prägung hier drin auch sehr gerne. Das mag ich generell, ne? Wenn das halt einfach so ein bisschen Spaß dabei und so, ist einfach voll mein Ding. Dann nehme ich jetzt einfach den Puderpinsel, den ich jetzt im Handtuch neben mir etwas sauber mache. Wow, und ja. Dann tragen wir das Schätzelein hier mal so auf, ne? Gute Farbe, kann ich mich nicht beschweren. Doch, also der Bronzer ist schon mal eine feine Geschichte, ne? Passt ganz gut und dadurch, dass er matt ist, funktioniert das jetzt auch gerade ganz gut, glaube ich. Dann machen wir mal weiter mit dem Blush. Der ist Glowy Kapowi von Be Perfect, der Scorched Helios Luxe Powder Blush. Es ist so ein Klopper, da kannst du echt jemanden mit schlagen, denke ich mal. Denn nicht nur die Verpackung ist so groß, sondern auch das Produkt, das ist einfach 13 Gramm oder was waren das? Richtig krass. Huch. Und so schaut er aus. Das ist ein Glowy Blush und ich mag super gerne Glowy Blushes. Dann nehme ich jetzt hier diesen Angled Cheek Brush. Oh, sehr, sehr pudrig. Also wenn ich da so reingehe, sieht man das wahrscheinlich schon, dass es hochgeht. Und wenn ich hier dann abklopfe, ne? Ich denke, die Kamera fängt das schon auf. Krass. Wow. Und den setze ich mir einfach hier so hin. Oh ja, oh ja. Der ist gut pigmentiert, also der gibt ja direkt gut Farbe ab. Das haben wir mit dem Pudrigen schon gesehen. Aber der gibt diese Farbe halt auch aufs Gesicht ab. Das ist schon mal sehr positiv. Lässt sich sehen, würde ich sagen. Und wie gesagt, ich mag diese Glow Blushes und eigentlich bräuchte ich jetzt keinen Highlighter. Aber natürlich habe ich mir auch einen Highlighter ausgesucht. Da habe ich nämlich von Relove den Super Highlight Highlighter, habe ich in der Farbe Champagne mir ausgesucht. Der sieht gelber aus und dunkler, als ich den so erwartet hätte. Also ich hoffe, dass der auf dem Gesicht ein bisschen sanfter performt.
Ja, da fühlt sich, wenn ich das erste Mal mit dem Finger drüber gehe, relativ trocken an. Wenn ich dann weiter rühre, wird er etwas cremiger und ist schon intensiv unterwegs. Ne? Da kann man sich jetzt so nicht beschweren. Aber im Swatch jetzt nicht so mega. Ne? Ich guck mal, wie der auf dem Gesicht aussieht. Ja, ist eher Gold als Champagner. Das muss man wirklich so sehen. Ne? Ich habe da einen Balken. Den mag ich leider nicht ganz so gerne. Der ist sehr, sehr metallisch und hat halt auch wirklich groben Glitzer mit drin. Also, nee, den Highlighter, nee, den mag ich nicht ganz so gerne. Es ist Zeit, meinem Gesicht mal so ein bisschen mehr einen Rahmen zu geben, abgesehen von der Kontur von außen. Nun auch die Augenbrauen. Da habe ich von Be Perfect Indestructible Brow Pencil in der Farbe Ash Brown. War schwierig von der Farbauswahl her, muss ich gestehen. Und ich hoffe, dass der jetzt auch bei mir funktioniert. Hat auf der einen Seite einen Spoolie, was ich gut finde, und auf der anderen Seite eine schöne, feine Mine. Mal gucken, wie der so performen wird. Ich würde ihn jetzt erst gerne einmal swatchen, dass wir uns das angucken. Okay, ja, er malt recht fein. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Mal gucken, wie die Farbe auf meinen Augenbrauen aussieht. Oh, da kannst du richtig einzelne Härchen mitmalen. Das ist ja schön. Also, ne? Einmal hier mit Produkt, einmal hier ohne Produkt. Da kannst du gut mit um. Das macht Spaß, damit zu arbeiten. Das Spoolie oder der Spoolie ist ziemlich hart. Ist eigentlich nicht so cool, finde ich persönlich, ne? Aber lässt sich mitarbeiten. Die Farbe gefällt mir auch richtig gut. Also, den mag ich richtig gerne leiden. Schön. Fixieren werde ich das Ganze hier mit dem Brow and Go Ultra Fixing Eyebrow Gel von Everline Cosmetics. Ja, das ist eine Marke, die uns einfach jetzt in diesem Fullface recht häufig über den Weg gelaufen ist und noch einmal nachher über den Weg laufen wird tatsächlich. Und das kommt jetzt einfach in die Augenbrauen rein. Kämme ich die immer erst so ein bisschen hoch und dann lege ich das, was mir zu hoch steht, einfach hin. Fertig ist die Laube. Als nächstes widmen wir uns der wunderschönen Lidschattenpalette. Das ist von Root Cosmetics The Roaring Twenties Reckless Palette. Die musste ich mir aussuchen, weil die halt so super bunt ist. Ne? Führte kein Weg dran vorbei. Root Cosmetics ist cruelty free und von innen ist die auch wunderschön. Oh, ciao. Das war der Einleger. Also extrem schön, ne? Richtig klasse. Und damit möchte ich jetzt gerne mit euch zusammen einen Look schminken. Ja. Jetzt fährt's, würde ich sagen. Kurz nochmal zwischendrin, jetzt seht ihr das ja auch von Nahen, ne? Also diese Glitzer- und Schimmergeschichten. Eben hat mich das wirklich, als ich das aufgetragen habe, krass gestört. Aber jetzt mittlerweile geht es irgendwie klar, denn ich habe immer mal wieder auch ein Puder gesucht, was halt auch einen Schimmer mit dran hat. Nein, nicht einen Schimmer, was nicht unbedingt mattiert. Und das ist tatsächlich bei dem hier der Fall. Ne? Meine Haut sieht wirklich sehr saftig aus. Ich glaube, im realen Leben, also wenn ich jetzt so mit Sammy spazieren gehe oder keine Ahnung, ne, wenn ich jetzt einfach so durch die Gegend laufe und die Sonne scheint drauf, ist das nicht so cool, weil dann glitzere ich einfach im Licht. Aber jetzt so vor der Kamera kann ich mir das gut vorstellen. Aber der Highlighter, der gefällt mir so gar nicht. Egal, wir sind jetzt hier bei der Palette und ja, machen was Schönes. Dann nehme ich mir als erstes diesen Ton Feathers. Das ist so ein ja, ganz klassischer Setting-Ton in Knochenfarben. Als nächstes nehme ich mir den Ton Buzz auf. Das ist so ein leuchtendes Orange in Matt. Und den gebe ich mir einfach hier im Innenwinkel auf und blende den so ein bisschen nach oben Richtung Augenbraue, aber nur so ein bisschen zur Hälfte hin. Der kommt auf dem Auge viel gelber raus als im Fännchen, finde ich. Ne? Also da sieht der im Fännchen echt orangiger aus. Kurze Frage zwischendurch. Was reimt sich auf Orange? Das ist so ein typisches Wort, auf das sich nichts reimt. Als nächstes nehme ich die Farbe Hot Dog. Keine Ahnung, was das heißt. Und dann nehme ich so einen Pencil Brush für. Das ist auch so ein Moosgrün in Matt. Also krasse Pigmentierung in der Palette, ne? Und den setze ich mir so ein bisschen zur Vertiefung an das Orange. Und weil das Orange halt eher gelb ist als Orange, funktionieren die beiden Töne auch zusammen. Nach hier außen hin über diesem Schwänzchen möchte ich mir gerne einen lila Ton aufgeben. Wir möchten ja so viele Töne wie möglich ausprobieren, ne? Und dann nehme ich den Ton Swanky. Das ist so ein blass lila Ton. Auch da nehme ich jetzt diesen Pencil Brush für. Ja, die Töne mögen sich gerade natürlich nicht so gerne, weil durch die Farblehre, ne, stoßen die sich ja eigentlich ab. Das sind ja alles drei Mischtöne. Aber ich probiere es ja einfach. Aber auch solo finde ich, dass der Ton Swanky jetzt nicht allzu viel Power
für sich selber hat, ne? Also da geht nicht so das Allermeiste. Da waren die anderen ein bisschen besser. An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir zuerst die Farbe Buzz und dann gehe ich weiter in Big Shot und dann höre ich auf mit Lindy Hop. Also quasi, hier ziehe ich die Linie weiter, dass ich hier den Orangeton habe. Dann kommt unser Rot, Big Shot, auch das ist ja ein matter Ton. Setze ich mir so in die Mitte. Boah, der hat, oh, richtig schön Pigment. Und dann kommt unsere Lindy Hop, was auch immer Lindy Hop sein soll. Und den setze ich mir dann am äußeren Drittel hin. Und ziehe den auch so ein bisschen hier hoch. Dann nehme ich mir so einen Smudger-Pinsel und gehe in den Ton. Wow, hammermäßig geil Schimmer. Also jetzt kommen wir zu den Schimmertönen. Jetzt geht die Party nämlich so richtig ab, sagte sie und lief mir mit Papagei durch die Gegend. Egal, ich nehme Razzle. Ich habe Bock auf dieses Türkis. Ist das nicht wunderschön? Und das presse ich mir richtig fein hier. Druff, druff, druff auf mein bewegliches Lid. Feier ich, finde ich einfach hammermäßig geil. Das ist voll mein Ding. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen teilweise in das Grün mit reingemacht. Und eigentlich sollte ja diese Hoppy-Doppy-Farbe da unten so eine Art Lila sein, sodass das Blau ja auch passen sollte, ne? Aber oh, ich mag es einfach. Und die Schimmertöne sind so schön cremig, dass du die 1A mit dem Pinsel aufgetragen bekommst. Feier ich einfach. Sieht verrückt aus. Ich mag's. Ist wie das. Jetzt möchte ich mir diesen Jazz Night Ton aufnehmen. Das ist so ein champagnerfarbener Schimmerton. Auch wieder mit diesem Pencil Brush, den ich sauber gemacht habe. Der kommt einfach hier nochmal zur Verstärkung von dem Orange in den Innenwinkel rein. Einfach, ne, so eine Art Topper mäßig gedönsen. Ich habe jetzt hier oben übrigens das Orange auch weitergezogen über dieses Lila, über das Swanky. Das Swanky hat einfach nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen ist das jetzt einfach weggegangen und auch unter der Augenbraue. Heute darf es mal wieder etwas extravaganter sein. Mag ich ja voll gerne. Tada, würde ich mal dazu sagen. Gefällt mir auf jeden Fall, ne? Ja, schöne Palette. Also bis auf den Swanky fand ich jetzt alle Töne wundervoll, die ich jetzt auch so verwendet habe. Und ja, jetzt müssen wir mal dafür sorgen, dass das Ganze etwas nicht mehr ganz so lost aussieht. Wir brauchen noch einen Eyeliner und wir brauchen auch noch Mascara. Dann wird das auch noch mal ein bisschen vollständiger aussehen. So, ich musste gerade selber noch mal kurz über mich lachen, weil eigentlich wollte ich gar nicht heute so farblich eskalieren, aber manchmal hat man da einfach Bock drauf, ne? Und so hatte ich das heute auch und die Palette hat mich einfach so inspiriert. Jetzt habe ich hier einen Eyeliner und zwar von LA Girl. Ist das der Jet Setter Liquid Eyeliner? Da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf, wie der sich so in den Look integrieren wird. Den werde ich mir auch als klassischen Eyeliner ziehen. Mal gucken, wie weit ich mir den ziehen werde. Und gucken wir uns erstmal das Produkt an sich an. Jo, ne, sieht aus wie ein ganz normaler Liquid Eyeliner. Hat auch einen Schwämmchen-Applikator, der sehr normal aussieht, ne? Also da ist jetzt nichts. Oder nein! Der hat kein Schwämmchen. Ist das geil? Das ist eine Pinselspitze. Ich liebe Pinselspitzen. Und der hat eine Kugel. Okay, den finde ich jetzt schon sehr charmant. Swatchig. Oh ja. Das ist, was ich liebe. Oh mein Gott. Ich liebe ja solche Dinger. Das ist ja wie der Kat Von D Tattoo Liner. Das war hier richtig hinrutschen, ne? Und der Ayeko Black Magic Eyeliner. Liebe ich. Oh mein Gott. Ja. Ab geht die Party. Jetzt musst du nur gut funktionieren, Schätzelein. Vielleicht bin ich etwas eskaliert, aber es hat mir gerade so viel Spaß gemacht, damit zu malen. Ich muss das noch irgendwie hübsch hinkriegen, aber oh, der ist toll. Ich liebe es auch, dass ich jetzt einfach diesen Wing so lang gezogen habe. Es ist ja ein verrückter Look, ne? Der muss auch verrückt bleiben. Die Seite kriege ich immer schöner hin als die. Die ist so ein bisschen lost. Ist wie es ist. Ich glaube, da muss ich noch einmal kurz korrigieren und dann kommen wir gleich zum Fixing Spray. So, denn als Fixierung verwenden wir auch wieder von Relove das Pendant zu dem Primer, sodass wir quasi unten und oben das gleiche drauf haben. H2O Hydrate Fix Mist, das ist dieses hier. Und da gucken wir uns mal an, wie das so vom Sprühstoß ist. Ich meine, beim Horn hatte ich gesehen, dass es ein bisschen schwierig werden könnte. Ja, der springt schon sehr, also weit weghalten.
sehr viel Produkt. Duft ist auch nicht ganz so meine Welt. Tapere ich jetzt noch mit dem Schwämmchen ein bisschen ein, um das Ganze auch ein bisschen besser zu verteilen und in die Haut einzuarbeiten. So, hat aber nochmal schön Hydratisierung gegeben. Und jetzt kommen wir zu den Wimpern. Ich bin so gespannt. Ich habe nämlich zwei Mascaras hier von LA Girl. Das ist einmal die Volumatic Mascara. Das ist diese hier. Und dann haben wir hier die Jet Setter Mascara, halt passend zu dem Eyeliner, den ich ja schon gerade so grandios fand. Und jetzt ja, hoffe ich mal, dass die dann von innen auch schön aussehen. Lash Lifting Brush haben wir bei der Volumatic Mascara und Eye Opening Brush Lifts Lashes haben wir bei der Jet Setter Mascara. So schauen die beiden Verpackungen aus. Also das ist wirklich, also bei der Jet Setter Mascara wunderschön. Die mag ich optisch gerne leiden. Beide Mascaras haben ein Kunstfaserbürstchen, wobei die Volumatic Mascara ein tannenbaumförmiges Bürstchen hat und die Jet Setter Mascara ein irgendwie abgeschrägtes Faserbürstchen, was einfach nur buschig ist. Duft ist relativ identisch, einfach so nach Mascara, aber jetzt nicht super aufdringlich oder so. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Zuallererst muss ich revidieren, die LA Girl Volumatic Mascara ist definitiv ein Gummibürstchen-Mascara-Vieh und keine Faserbürstchen-Mascara und sie haben mich genau umgekehrt überrascht. Ich hätte nämlich gedacht, dass die Jet Setter Mascara, die ich hier auf diesem Auge aufgetragen habe, eher die Wimpern trennt. Das hat sie aber nicht. Und dass die Volumatic Mascara eher dazu tendieren wird, die Wimpern zu verkleben. Genau das Gegenteil ist aufgetreten und die Jet Setter Mascara ist leider durchgefallen bei mir. Also ich trage Mascaren immer in drei Schichten auf, um es dann ja auch wirklich vergleichbar zu haben und dann auch das Endresultat mir anzuschauen. Und da muss ich wirklich sagen, dass die Jet Setter Mascara leider nicht so gut abgeschnitten hat wie die Volumatic Mascara. Man sieht es auch direkt, die Volumatic Mascara hat auch richtig lange Wimpern gemacht. Natürlich kommt das alles ein bisschen besser dann zur Geltung, wenn man auch einen Look drauf hätte, der jetzt nicht ganz so auffällig wäre. Aber die Jet Setter Mascara hat mir nicht so gut gefallen. Die hat die Wimpern wirklich sehr, sehr verklebt, weil da enorm viel Produkt auch mit dabei war und hat mir nicht so gut gefallen. Wirklich nicht, ne? Also die wird dann wahrscheinlich auch gar nicht bei mir bleiben. Ja, schade Schokolade, aber die Volumatic Mascara hat mich wirklich positiv überrascht, ne? Die mag ich ganz gerne leiden. So, zwei Produkte haben wir noch, aber das würde ich mir gerne mit euch zusammen etwas aus der Entfernung angucken. Da hätten wir nämlich zuerst einmal von Eveline Cosmetics noch den Lippenstift Varieté Certain in der Farbe 04. Das ist so ein ganz klassisches Nude-Tönchen, was ich mir da ausgesucht habe, mit einem ja, leichten rötlichen Einstich noch mit dabei. Und ich finde, das passt jetzt auch ganz gut, weil mein Look ist auffällig und die Lippen dürfen dann auch gerne etwas zurückhaltender sein. Der duftet super angenehm und ja, ich mag dieses Satinierte halt auch. Dann hat man vielleicht auch so einen kleinen Glow mit dabei. Das fühlt sich sehr, sehr pflegend an und ich finde, das sieht auch sehr hübsch aus. Mag ich richtig gerne leiden. Und ja, ein tolles Produkt, wirklich, ne? Mag ich so auch zum Look ganz. Ich glaube, das passt zu jedem Look im Prinzip, ne? Und dann hatte ich noch eine Parfümprobe mit dabei gehabt. Da kann man sich ja immer Proben aussuchen, wenn man was bestellt. Und zwar habe ich von Revolution das Revolutionary Eau de Toilette mir ausgesucht. Das ist, ja, ein Parfum, ne? Das Revolution jetzt Parfums macht, hatte ich zwar in den Neuheiten auch schon gesehen, aber ich habe mich noch nicht getraut, mir mal die Düfte so anzuschauen. Und ich meine auch nicht, dass man das irgendwo im Laden sich so anschauen könnte. Oh, der riecht sehr, sehr schön. Richtig schön. Hat auch was Vanilliges irgendwie mit dabei, aber auch was Blumiges, was sehr Warmes. Mir gefällt der Duft. Ich weiß gar nicht, an welchen Duft er mich erinnert. Aber das ist auch irgendein Duft, der riecht auch so. Weiß ich nicht. Ich werde das auf jeden Fall aufbrauchen. Dann seht ihr das auch demnächst im Aufgebraucht-Video. So eine Duftprobe ist ja ruckizuck weg. Fazit des Ganzen. Es sieht jetzt sehr, sehr, oder sah zwischenzeitlich auch sehr, sehr wild aus. Es sieht jetzt auch sehr, sehr bunt aus. Aber ich fühle mich damit wie immer sehr wohl. Denn ich liebe bunte Looks. Ich finde es einfach wundervoll, einfach so meine Kreativität rauszulassen.
auch vielleicht so ein Stück weit meine Emotionen in meinen Look reinfließen zu lassen. Und deswegen liebe ich Make-up. Und diese Palette macht es einem möglich, halt diese Kreativität umzusetzen, weil das halt auch Produkte oder halt ja, Farben sind, die gut pigmentiert sind. Man muss bedenken, dass man nicht immer unbedingt den Farbton aufs Auge bekommt, der dort im Fännchen zu sehen ist. Das ist immer wichtig. Und ja, ansonsten, ne, bis auf den einen Ton, wie gesagt, waren alle Töne von der Performance her sehr schön. Bei der Mascara bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Die werde ich jetzt noch die nächsten Tage ein bisschen weiter ausprobieren. Halt auch mit Looks, die nicht so intensiv sind. Das Puder werde ich tatsächlich für Videos verwenden, wenn ich weiß, dass ich nicht noch irgendwie rausgehe. Weil ich mag diesen Glow. Ich mag es, dass ich so gesund aussehe. Auch Bronzer und Blush haben mir sehr gefallen. Der Highlighter wird eher weniger bei mir bleiben. Das Augenbrauenprodukt und auch der Eyeliner werden jetzt direkt in mein Schminkkit mit reinwandern, denn das Augenbrauenprodukt, was ich aktuell in Anwendung hatte, hatte mir nicht so gut mehr gefallen und der Eyeliner von Ayeko war mir leider ausgelaufen, das heißt, ich brauchte so oder so einen neuen, den ich mit reinpacke. Finde ich klasse. Lippenstift finde ich standardmäßig, aber sehr schön und die Foundation gefällt mir. Der Concealer, naja, ist nicht so ganz so meine Welt. Ich finde, der lässt meine untere Augenpartie doch etwas sehr, weiß ich nicht, sieht nicht ganz so gut aus, nicht ganz so gesund, ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ansonsten habe ich irgendein Produkt vergessen, jetzt nochmal kurz zu nennen. Der Primer gefällt mir auch sehr gut. Also gerade in Kombination mit der Foundation und so. Meine Base sieht wirklich echt schön aus. Also das mag ich gerne leiden. Und deswegen ein gelungenes Full-Face-Ausprobieren-Video, würde ich mal so sagen, ne? Klasse! Denkt an den Code Claudi15, um 15% zu sparen. Das ist einfach generell ein Rabattcode für euch. Das finde ich immer ziemlich cool, wenn ich das mitgeben kann. Auch an die Verlosung denken wäre auch ganz cool. Und das war es jetzt hier von mir. Vielen Dank an die liebe Magdalena vom Cosmetic for Less Team, dass ich mir dort ein paar Produkte aussuchen durfte. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass du doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!